Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Drobico 6. Ja, wie es aussieht, wird es noch eine Weile dauern, bis wir die Mission geschafft haben, dass wir mal ins nächste Zeitalter kommen. Es dauert alles hier. Und deswegen werde ich mal das Tempo etwas erhöhen. So, was könnten wir denn noch bauen? Ich habe ja gemerkt, dass wir relativ oft Anfragen bekommen für Fleisch. Die wird ja eigentlich auch ziemlich gut bezahlt. Daher würde ich mal vielleicht vorschlagen, vielleicht noch eine Rinderfarm zu bauen. Wir haben ja jetzt eine Schweinefarm. Würde ich aber mal ganz kurz nochmal Finanzen gucken. Na, wir halten uns gerade so übers Wasser. Die Löhne sind halt natürlich sehr hoch, ne? Gerade Plantagen. Ja, das waren Schweine gewesen. Und das sind Ziegen. Weil die Ziegen bringen ja nur, ich glaube, Milch müssen die bringen. Oder? Wie denn das nochmal? Ah, hier, Milch, genau. Wir können es natürlich auch ändern und zu einer Rinderfarm machen, aber dann hätten wir halt wieder weniger. Oh, was ist denn hier so laut? Dann hätten wir aber weniger an Vielfalt an Essen halt, ne? Jetzt haben wir 4 von 11 Grad mal, das ist nicht viel. Sind wir schon gerne das so lassen im Moment. Bildung steigt auch, Glaubenszufriedenheit steigt auch. Da brauchen wir mal, glaube ich, nichts zu machen. Und die Kapitalisten wollen noch ein Polizeirevier. Eins haben wir ja schon. Kostet aber auch einiges an Kohle. Was gibt's denn hier? Kann man noch Geld verdienen? Kaffee. Guck hier, Fleisch für 20% mehr. Ist schon gut bezahlt, muss man sagen. Kakao. Kaffee wenig ist, ne? Gut, das ist vielleicht. Ja, gut, an Deutschen halt. Bezahlen zu wenig für einen Kaffee. Zucker. Den Rum will irgendwie keiner haben, den wir herstellen. Ich weiß nicht, dass der Rum sich wirklich finanziell sich an Anfang sich lohnt. Ich habe das Gefühl, dass es. Das ist gar nicht rentiert. Mit dem Rum. Früher hat das sich immer rentiert. Da habe ich auch immer früher schnell mit Rum und mit Zigarren angefangen. Da hat man wirklich unglaublich gut verdient daran. Danach bin ich halt auch auf wie Bergbau und sowas und Ölindustrie umgestiegen und ja, danach explodiert förmlich der Gehalt, also das Geld einfach förmlich. Also das ist schon heftig dann. Aber hier beim sechsten Teil weiß ich nicht. Also natürlich verdienen wir schon daran, aber
nicht wirklich viel. Glaube ich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir exportieren ja nichts an Rum. Wir verkaufen den Rum bei uns. Auf unserer Insel. Und bei gerade mal knapp 400 Einwohner. Und wir haben nur eine Taverne. Und ein Restaurant. Ich weiß gar nicht, dass überhaupt ein Restaurant Rum serviert wird. Ich glaube nicht. Wo ist denn die? Da ist er. Ja. Ja gut, es wird gut besucht, aber ich glaube, der Umsatz ist hier auch ja grottenschlecht einfach nur. Eigentlich müssen wir die Gehälter niedriger machen, dass wir überhaupt daran Geld verdienen. Aber dann werden auch mal die Leute hier verschwinden, die Arbeiter, weil sie woanders mehr verdienen. Außer es gibt keine Arbeit natürlich, dann nehmen sie natürlich auch das an. Aber wir werden ja weiterbauen und alles vergrößern. Somit werden wir ja auch Arbeitsstellen haben. Ha. Also damit verdienen wir auf jeden Fall kein Geld mit der Taverne. Oh, Präsidente! Eure politischen Manöver sind Nach Bildungsrate. legendär. Entschuldigt mich, ich werde ein paar Notizen machen. Okay, Bildungsrate haben wir wenigstens sind gestiegen. Und hier das Restaurant macht mit Sicherheit auch keinen Gewinn. Ne, machen wir auch nicht. Machen wir auch nur Minus. Geben mehr aus, als wir einnehmen. Ich verstehe es gar nicht. Gut, Restaurant wird halt natürlich nicht so gut besucht wie Taverne. Wird wahrscheinlich auch mehr Geld kosten. Aber wir können nur hoffen, dass wir jetzt langsam mal die eine Mission hier machen mit den Alliierten. Es war gut, mit ihnen Geschäfte zu machen. Und danach, wenn wir das fertig haben, was ist denn hier los? So ist das da. Ist das ein Bug? Ah ne, jetzt. Komisch. Naja, egal. Wie viel haben wir denn jetzt gemacht? Zweimal brauchen wir noch. Ja, wir müssen unbedingt den Kalten Krieg jetzt halt müssen es in nächste Zeitalter schaffen. Ah ne, wir haben Weltkrieg, genau, und das und danach kommt der Kalte Krieg und dann die moderne Zeit, so war's. Also den Krieg, die Kriegszeit müssen wir rumhaben und sobald wir mal im Kalten Krieg sind, können wir das mit den Touristen machen und dann müsste eigentlich das Geld fließen, aber vorher müssen wir noch ein paar Vorbereitungen machen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wie sieht es mit Forschung hier aus? Was tun wir denn gerade forschen? Gar nichts. Was könnte man denn nehmen? Kindergeld. Kostet ja uns Geld, ne? Das will ich im Moment nicht. Im Moment will ich kein Geld ausgeben. Baugenehmigung, was ist denn das? Nein, ich will es nicht wählen. Verdammt. Wo ist da? Mal weg. Da unten steht es ja.
Achso, das ist ein Vorteil für uns, ne, mit dem Schweizer Bankkonto. Autos für alle. Ja. Ist natürlich aber auch nicht gut für die Umwelt mit Sicherheit, ne? Wo das gar nicht jetzt steht. Für sind wir bei den Kapitalisten dann halt schlechter dran. Wir brauchen die Kapitalisten auf Dauer. Und mal die Kommunisten eigentlich auch brauchen. Aber die sind jetzt, glaube ich, soweit wie ich weiß, sind die gerade nicht so wichtig, ne? Die haben, oder? 118, ja, die haben die kleinste Anzahl an Parteimitgliedern. Und dann sind die stärksten wirklich die Kapitalisten halt. Bei denen stehen wir auch relativ gut, bei den Militarianer. Stehen wir auf jeden Fall nicht so gut. Wo es eigentlich noch geht, 48. Könnte schlimmer sein. Jeder hat Freunde, nicht wahr, Press? Mais herstellen. Und Freunden soll. Ja, kann man machen. Und wir haben das Ziel erreicht, sehr schön. Versprechung eingehalten für die nächsten Wahlen. Es hat wieder 2%. Ja gut, es fällt natürlich immer mal hin und her. Was? Die sind unzufriedener geworden. Wollt ihr mich verarschen? Vorhin waren es soeben 51, ne? Oder 52 gewesen. Jetzt sind es auf 50 und wir haben das Versprechen gehalten. Oh, Feuer. Feuerwehr kommt auch. Oh, das muss ich mal ganz kurz festhalten. Ich weiß gar nicht, dass ich das schon mal gemacht habe. Ich glaube nicht. Schade, dass man das, das Interface nicht wegmachen kann. Finde ich ein bisschen schade. Aber ich habe schon in Steam Forum schon geschrieben und da hat der Entwickler halt zurückgeschrieben und hat gesagt, das haben sie leider nicht mit hineingetan ins Spiel. Also die Möglichkeit, dass man das Interface wegmachen kann. Finde ich ein bisschen schade. Das hätte eigentlich hier gut gepasst, finde ich. Aber naja, kann ich alles haben. Mir fällt gerade ein, wir müssen ja mal Handel weiter betreiben, sonst sind wir auch mal pleite. Haben wir denn... Oh, hier ist rum. Nehme ich sofort. 700 kommen dann mal. 4200. Das kann man schaffen. Haben genug Zucker. Tabak. Warum ist hier? Achso, die zahlen mehr. Tabak. Ja, kann man auch machen. Zucker weiß ich nicht. Soll man nehmen Au nehmen oder nicht? Ja, komm, nimm mal Au. Nimm mal den Zucker Au. Können wir eigentlich noch eine Lizenz kaufen für 15.000? Was tun wir nochmal herstellen? Milch, ne? Den Deutschen. Nee. Baumwolle, tun wir Baumwolle herstellen? Ich glaube schon, ne? Hier. Nee, das sind Bananen. Baumwolle, hier ist Baumwolle. Wird auch öfters gefragt nach Baumwolle.
Aber 5.350, boah, weiß nicht, das dauert sehr lange. Das dauert sehr lange. Ne, lass mal erstmal weg. Passt soweit. Bin auch schon an Überlegen, vielleicht hier zwei Schichten einzuführen. Aber fügt nochmal 6 Stellen hinzu. Das heißt dann natürlich wiederum mehr Ausgaben. Moment, geht's ja eigentlich, ne? Soweit. Die Lager sind alle ziemlich leer zum größten Teil. Hier ist ein bisschen mehr, aber sonst geht's. Daher würde ich vorschlagen, dass wir es erstmal nicht machen. Wo ist hier das Lager? Ah, da. Ja, das passt soweit. Das ist in Ordnung. Wo können wir denn noch dran arbeiten? Was brauchen die Leute denn? Genau, am Forschung wollte ich ja noch mal weitermachen. Na ja, komm, nimm mal das hier mal. Klinik. Ja, wir haben auch eine Zigarrenfabrik. Das gut wusste ich gemacht, gar nicht Präsident mehr. Präsident, besten Dank. Eines muss man dem Krieg lassen. Er hält uns mit aufregenden Abenteuern auf Trab. Was? So, das sehr haben wir. Gut gemacht. Nette Inseln haben Sie da. Ich hoffe, entschuldigen Sie, ich garantiere, dass Sie den Krieg überstehen werden. Meine Katze ist gerade im Weg, ich sehe nichts mehr. So, jetzt ist sie weg. Was steht da? Handelsrohr, die 4 Stück. Fertig? Wundervoll. Ja, das. Wir haben ja eh. Machen ja sowieso im größten Teil mit den Alliierten Geschäfte. Ja, dann haben wir, wenn wir davon 4 Stück fertig haben, dann haben wir die Mission erfüllt. Ja, ich würde doch noch mal vorschlagen, wir bauen noch mal so eine Farm. Rinder. Da bekommen wir halt Fleisch und Fell noch mal als zusätzliche Ressource. Ist in Ordnung. Wir sind 91%. So ist da mehr, also weniger. Ah ne, hier wäre es weniger, okay. Ah, alles zu eng hier. Sollten uns wirklich mal hier mal vergrößern, hier oben hinauf. Tun wir erstmal nochmal dahin bauen. Wenn noch Hammer Platz, es geht noch. Meldung! Die Alliierten sind nun auch unsere Alliierten! Gemeinsam stellen wir uns den Feinden, die unsere Feinde sind. Oh, Beziehung ist schlecht geworden mit den Achsenmächten. Ist richtig schlecht geworden. Wir haben wirklich ein großes Problem, wenn die Alliierten, wenn die Achsenmächte uns angreifen. Weil militärisch gesehen haben wir absolut null Chance. Wir haben nix. Können uns nicht verteidigen, gar nichts. Was ist hier?
Mal Fisch ist fertig. Okay. Das haben wir auch fertig. Häuser. Was ist denn das für eine Möglichkeit, die wir dann da haben? Oh, Katze. Seh doch nichts, wenn du vom Bildschirm rennst. Hat die Schönheit wird um 5 erhöht in der Gegend. Dafür wird es aber 10% teurer. Ne, lass mal erstmal so. Die Häuser stehen sowieso zum größten Teil leer. Nicht alle, aber einige. Gerade die, vor allem die hier hinten sind. Die Villa zum Beispiel ist auch noch leer. Wohnt auch noch keiner. Aber hier ziehen sie alle hin, ne? Mit ihren Blickhütten da. Versauen die Ecke komplett, ey. Was für ein Dreck. Ja, wir haben halt keine Billigwohnung halt, ne? Ich kann ja auch keine Wohnung bauen, die fast kostenlos ist. Könnte mal Kindergeld machen. Aber das mit Sicherheit auch nochmal ein paar Prozente steigen, die Zufriedenheit. Also die Unterstützung und auch die Zufriedenheit. Sieht aber ganz gut aus. Verkaufen auf jeden Fall eine Menge an Exportkram. So aussieht reicht auch. Ein Hafenanlage reicht auch vollkommen aus, ne? Für so viel. Jetzt nicht viel. Oh, hier brennt es wieder. Und da die Feuerwehr hin? Ja, da ist er auch schon. Ups. Na, fährt es wieder weg. Na gut. Entschuldigen Sie, Präsident. Ich habe einen kleinen Auftrag für Sie. Er macht so viel Spaß, dass Sie mir etwas schuldig sind, wenn Sie ihn annehmen. Ja, komm, nimm mal an. Müssen wir irgendwas bei dem verkaufen? Ah, toll. Gerade bei denen haben wir nur 0. Was für ein Beschiss, ey. Na komm, nimm mal rum. Sind nur 700. Die haben wir schnell fertig. Was wir auch noch bauen könnten, das Geld hätten wir gerade. War nochmal Wirtschaft. Ja, sieht gut aus. Vielleicht mal ein Kraftwerk. Um mal endlich Strom zu haben. Wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? War denn das überhaupt gewesen? Haben wir das hier eigentlich schon mal gebaut? Nee, ne? Ja gut, brauchen wir jetzt noch nicht. Ist noch nicht wichtig genug. Uni, ne, brauchen wir im Moment auch noch nicht.
war denn das Kraftwerk? Industrie oder was? Stahlwerk? Ah ne, das war hier. Ne? Da, Kraftwerk. Verursacht Umweltverschmutzung, ist klar, aber wir haben ja keine andere Möglichkeit. Nur die Frage ist, wo bauen wir es hin? Jo, da machen wir es hin. Hier unten soll jetzt sowieso Industriegebiet werden. So die Ecke hier so ungefähr. So, Kindergeld haben wir auch erforscht. Ne, das war mal nicht. Was kann man denn hier nehmen? Das ist ja nochmal Zeitung gewesen. Oh, hier sind fliegende Autos die Zukunft? Nur wenn Tropico den Krieg gewinnt. Vergesst also nicht, wenn ihr fliegende Autos wollt, dann seid wachsam und kauft Kriegsanleihen. Das war nicht schlecht. Man kann mit der Zeitung einiges machen, deswegen tun wir das mal auch mal erforschen. Mal das auch. Polizeirevier, was war das nochmal? Schütze und Diener. Radiosender, hatten wir den auch schon? Nee, ne? Ne, Radiosender haben wir noch keinen. Wie sieht's hier aus? Sieht soweit gut aus. Den Rum haben wir verkauft.
Oh, Zigarren. Mhm. 12.000. Na, das ist zu viel. Ne? Ich glaube, für eine Fabrik ist das schon zu viel. Nehmen wir mal 3.600. Ist in Ordnung. Es ist getan? Sie wollen wissen, wie viel Ihnen gezahlt wird? Ein fragender Geist sollte respektiert werden, Präsidente. Nimm mal eine Blaupause, würde ich sagen. Dann sparen wir noch mal ein bisschen Geld ein. Was haben wir bekommen? Ah. Das ist hier das eine. War das hier Unterhaltung? Ja, hier. Nein, immerhin 3.675 gespart. Passt. Rummelplatz, aber das ist für das Wasser hier, ne? Ja, wie wurde denn das gebaut? In Verbindung mit Wasser und Strand. Ah, so, okay. Ja, vielleicht aber nicht unbedingt hier, ne? Das ist eine blöde Ecke hier. Genau neben Fischerhafen. Das ist halt eine blöde Ecke für sowas, ne? Aber wo willst du denn sowas sonst hinbauen? Hier wäre es schon besser, aber später werden hier mit Sicherheit mehr Industriegebäude sein in der Ecke. Dann sieht das wiederum auch blöd aus. Ne? Machen wir mal hier hin. Ist in Ordnung so. Dann haben die nochmal ein bisschen Unterhaltung, die Bürger. Das ist auch gleich fertig. Und jetzt ist es fertig. Sehr schön. Ah, wir brauchen Kohle. Warte mal. Wo war denn das nochmal? Wo war denn das Bergwerk? Ressourcenbergwerk. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist Kohle. Hier ist Gold. Ah, hier ist Kohle. Oh, gleich in der Nähe ist ja schon. Aber auch nicht viel. 200.000 nur. Ist ja wenig, ne? Na komm. Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsidente. Es hat den Anschein, als wollten sie mitentscheiden, wie sie regiert werden. Wie egoistisch. 24 Monaten. Oh. Schon wieder. Na gut, müssen wir machen. Probleme anerkennen. Wo haben wir denn Probleme? Unzufriedenheiten, ja. Spaßzufriedenheit. Arbeitszufriedenheit. Gesundheitszufrieden. Oh, die Gesundheit ist wirklich noch schlecht. Da kann man vielleicht wirklich dran reden. Fraktionen loben. Nimm mal die Kapitalisten. Beschuldigen. Nee, nimm mal gar keinen. Brauchen wir ja nicht. Wir haben mit niemandem Ärger oder so. Versprechen einhalten, das ist wohl das Wichtigste. Unzufriedenheit. Könnten natürlich Gesundheitsversorgung nochmal erhöhen. Aber das ist wirklich mit zu den schlechtesten gegenüber Unzufriedenheit auch.
Ja, nehmen wir Gesundheitsversorgung. So, tun wir mal Rede halten. Tropico, manche nennen es das Tal des Schattens der Verzweiflung. Doch ich nenne es das Tal des Schattens meines Zuhauses. Unser Wille ist unzerstörbar. Also erhebe dich, O Tropico, und verzage nicht. Euer Präsident hört die Rufe der Kranken. Ihr sagt, es gäbe nicht genug Ärzte, um all eure Leiden zu benennen. Bald jedoch sollt ihr die Namen all eurer Krankheiten kennen. Unser anhaltender Wohlstand wird von den Kapitalisten unterstützt. Wir danken. Wir sind dankbar für die vielen erfüllenden Arbeitsplätze, die ihr für mein Volk schafft. Und für eure progressive Einstellung zur Besteuerung. Lasst uns von der Gesundheit der Nation sprechen. Mehr Ärzte höre ich da, aber das reicht nicht aus. Wir brauchen bessere Ärzte, die für geringere Bezahlung länger arbeiten. Ich danke euch, meine Freunde, denn ihr habt mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin stolz, Tropicos Präsidente zu sein. Viva Tropico! Oh, diesmal waren auch Passanten da gewesen. Das ist ja cool. Das war vorher noch nicht so gewesen. War hier alles leer gewesen. Okay. Na gut, ich würde mal sagen, mache ich mal hier Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.